Wir werden immer wieder von unseren Kunden angesprochen, wie sie diesen Kabelsalat an der Wohnwand vernünftig organisieren können. Ich bin Simon vom Team Schatz und wir zeigen euch heute in dem Video, wie eine Wohnwand konzipiert sein muss, um diesen Kabelsalat vernünftig organisieren zu können. Wir haben hier eine Wohnwand. Die Wohnwand hat ein paar Besonderheiten, auf die ich kurz eingehen möchte. Zum einen gibt es eine matte Oberfläche, die nennt sich Anti-Fingerprint. Das heißt, der Vorteil ist einfach, wenn man auf die Oberfläche fest, bleiben keine Fingerabdrücke zurück bzw. stark reduziert. Das andere wäre hier im Bereich der rechten Seite die große Schiebetüre. Hinter der großen Schiebetüre verbirgt sich in dem Fall der Fernseher. Ganz angenehm aus dem einfachen Grund, dass wenn der Fernseher nicht benötigt wird, kann man die Schiebetüre zuschieben. Man hat eine saubere Wohnwand ohne irgendwelche Elektrogeräte, die hier zum Vorschein kommen. Wenn der Fernseher benutzt werden möchte, schiebt man die Türe einfach auf und ihr seht hier quasi, der Fernseher hängt schwebend an der Rückwand dran. Die ganzen Kabel verschwinden hinten rein in die Rückwand und kommen hier unten am Receiver wieder raus. Die Kabel der Boxen rechts und links und auch die Centerbox oben, die werden genauso in die Rückwand geführt und kommen alle gesammelt am Receiver raus, sodass wir keine Kabel irgendwo haben, die wir ja, verstauen müssen oder die störend sind. Wird der Fernseher nicht benötigt, schiebt man das Ganze wieder zurück und man hat wieder den Ursprungszustand der Wohnwand hergestellt. Ja, was besonders spannend ist, noch zwei Details. Zum einen haben wir hier Push-to-Open-Schubladen. Das heißt, wenn man auf die Front drauf drückt, fahren die Schubladen ein Stück auf und man kann die dann öffnen und den Inhalt herausnehmen ohne Griffe. Und zum Schließen schubst man die Schublade einfach zu und sie fährt per Soft-Close wieder in die Endlage zurück. Und die zweite Sache ist diese integrierte Glasvitrine hier mit Aluglasrahmen, Anthrazitpulver beschichtet, wo wir hier in dem Fall dann Gläser oder sonstige Sachen in der Wohnwand unterbringen können, wo dann auch einen sehr hochwertigen Eindruck macht. Nun wisst ihr, wie die Wohnwand aussehen kann, damit der Kabelsalat gut organisiert wird. Wenn ihr weitere Videos sehen möchtet zu verschiedenen anderen Wohnmöbeln, wie zum Beispiel Badezimmerschrank oder Fenstersitzbank, dann abonniert unseren Kanal und ihr werdet sehen, es wird bestimmt was Spannendes für euch dabei sein.